Herzlich willkommen und schönen Mittwoch. Letzte Woche waren wir im Bayerwald. Ihr habt es hoffentlich gesehen. Und das sind die Folgen. Schauen wir uns mal alles an. Der schöne Rallye musste ordentlich leiden. Beim ersten Überschlag ist direkt der Spoiler rausgerissen aus meiner limitierten Karo, die es leider nicht mehr zu kaufen gibt. Aber ich habe schon eine Idee, wie wir das wieder hinkriegen. Regler ist locker. Hinten der Dämpfer, der war's. Der ist kaputt und eine Antriebswelle fehlt. Und so sieht er von unten aus. Auch geil. Also habe ich auch noch nicht gesehen, sowas. Wir bauen demnächst einen Traxxas Ultimate Rallye. Ich habe schon ein paar Teile bestellt. Neue Dämpfer, neue Antriebswelle, eine Brace, die großen, dicken Antriebswellen und er bekommt die Radträger von Vitavon und auch die Lenkung von Vitavon und das Servo wird auch optimiert. Und dann baue ich das Ding um auf Clipless Body System. Das heißt, die Dinger fallen weg. Hier vorne kommt eine Halterung hin, hinten genauso. Andere Schweller und an der Karosserie können wir die Seitenschweller montieren, die neueren, und die neuere Halterung für den Spoiler. Und somit kann ich diese Karosserie nochmal retten. Dazu gibt es selbstverständlich ein separates Video und ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Dann haben wir die Überbleibsel vom AMG, den wir umgebaut haben. Auch dazu gibt es im nächsten Video die alten Endrohre, der alte Grill. Das werde ich aufbewahren für den Fall, dass ich das Auto mal irgendwann verkaufe. So, dann haben wir den UDA vom Andi, der läuft nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Planetengetriebe ist, weil die Achse hängt fest. Vorne ist noch alles okay. Das werden wir jetzt gleich mal aufmachen. Schauen wir uns an, ob es wirklich das Planetengetriebe ist, so wie ich es vermute. Und dann bekommt der Andi eine schöne neue Hinterachse. Und er bekommt schöne neue Felgen mit orangen Ringen. Das Spartan, damit waren wir unterwegs auf dem Drachensee in Furt im Wald. Auch dazu gibt es ein Video, das habe ich schon fertig geschnitten. Das ist echt super geworden. Und mein Spartan hat echt mega abgeliefert. Wer auch mega abgeliefert hat, war er hier. Der Max Slash. Ach Gott, das Ding war richtig gut. Und es war richtig warm. Und nach ein paar Runden Drehen waren auch die Reifen auf Temperatur, sodass er richtig gut Grip hatte. Allerdings haben wir den auch kaputt gekriegt. Beziehungsweise unser Daniel Düsentrieb hat ihn kaputt gekriegt. Und zwar Regler locker und das Servo sitzt fest. Da kommt jetzt das 72 Kilo H-Speed Großmodell-Servo rein. Beziehungsweise Halbgroßmodell-Servo. Das Servo, was eigentlich für X-Max und XLT konzipiert wurde. So, jetzt machen wir mal die Achse auf und gucken, was da drin los ist. Der Reifen ist auch schon ein bisschen wackelig. Der hat nämlich noch die originalen Kunststoff-Mitnehmer. Ich vermute mal, dass der heiß geworden ist und der Stift sich da drinnen dreht. Thank you.
die Achse. Dann machen wir die mal auf. So, das sieht alles noch okay aus, aber das ist fest. So, jetzt kommt gleich die Wahrheit. Hier dreht sich nichts mehr. Man kann hier erkennen, die Schraube, die schaut schon etwas weiter raus als die anderen. Also gucken wir uns das mal an. Und wir haben einen Lagerschaden. Dieses Lager ist komplett aufgelöst. Da unten liegen die Kugeln drin. Kann man das sehen? Also, Zahnräder sind noch alle in Ordnung. Das ist gar nicht so schlimm, wie erwartet. Allerdings ist das Ding schon etwas verformt. Die Lager sitzen nicht mehr schön sauber drinne. Haben etwas Spiel. So, also Teile sind bestellt für den Andi. Dann machen wir die Hinterachse wieder fit. Die Achse ist noch okay, also nur das Planetengetriebe da unten wird ersetzt und neue Lager. Maxlash habe ich fast wieder heile. Den Regler habe ich jetzt von unten verschraubt. Der war vorher nur geklebt, das hat nicht gehalten. Und jetzt müssen wir noch Servo tauschen. Das ist bestellt und wird dann nächste Woche da sein. Und das war es dann aber auch schon für diese Woche. Viel zu tun wieder mal, aber es war halt ein mega geiles Wochenende, hat richtig Spaß gemacht. Und es wird mir auch Spaß machen, die Autos wieder heile zu machen. Zeige ich euch auf dem Kanal, vielleicht nächsten Mittwoch schon. Und bis dahin, angenehme Restwoche und Peace!